willst dein FIFA Dream Team haben? Hol dir jetzt FIFA Coins zum Kampfpreis über den Link in der Beschreibung. Nur bei Marktführer MMOGA. Herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 15 Video. Und nein, heute haben wir nicht die Buy First Sky Challenge am Start. Wir haben nämlich heute die Buy First Team Challenge am Start. Was macht man da genau? Ja, man sucht einfach auf dem Transfermarkt und dann nimmt man einfach die erste Seite und baut sich dann aus den Spielern, die man da eben bekommt, ein Team zusammen und spielt dann eben gegen irgendeinen random Gegner. Und da bekommt man eben genau 11 Spieler und da kann es natürlich auch passieren, dass man zum Beispiel keinen Torhüter bekommt oder keinen Stürmer oder so. Das kann richtig, richtig interessant werden. Wir machen es heute mit der Qualität Gold, damit es nicht allzu schwer wird. Die Chemie ist dann natürlich auch eine Sache für sich und dann würde ich sagen, suchen wir einfach mal und das sind unsere Spieler, okay, interessante Spieler, leider keine Team of the Seasons Informs etc. Wir haben aber Uche und das ist ein richtig guter Spieler, muss ich sagen. Dann haben wir zumindest schon mal einen Tormann, okay, wir haben zwei Torhüter, das ist auf jeden Fall genau das, was ich angesprochen habe, da müssen wir einen Torhüter eben auf dem Feld spielen lassen. Mata haben wir auch noch am Start, Eliseo, das ist ein richtig, richtig guter Spieler, finde ich. Dann haben wir Hut mit 51 Tempo, den Deutschen und dann würde ich sagen, bauen wir uns einfach mal ein Team zusammen und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. So, da haben wir uns dann auch schon ein Team zusammengebastelt und da wir fast keine Flügelspieler haben, wir haben eigentlich gar keine Flügelspieler, der einzige Außenspieler in diesem Team ist Eliseo und ja, das ist auf jeden Fall unser Squad, wir haben sogar eine 46er Chemie, was eigentlich richtig, richtig stark ist. Im Tor haben wir Forster, links haben wir Eliseo, dann Hut, Spahic, Neto, der Torhüter als Rechtsverteidiger, dann haben wir hier noch Camacho, dann haben wir hier diesen Jedinak, dann haben wir Mata, Ndoye, Uche und Ilicic heißt er, glaube ich. Ja genau, und Uche ist auf jeden Fall ein richtig starker Mann, genauso wie Mata und Ndoye. Also das sind sozusagen meine Hoffnungsträger, das kann man schon fast so sagen. Und Eliseo auf der Seite, der könnte auch mal ein bisschen über die Seite kommen, auf jeden Fall. Die linke Seite ist wesentlich stärker. Und falls euch eben dieses Buy First Team gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, damit unterstützt ihr das und dann mache ich das auf jeden Fall auch öfter. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt auch schon ins Game. So, Freunde, und da haben wir dann auch schon unseren Gegner gefunden. Wir spielen hier mit den weißen Trikots, er mit seinen gelben Trikots. Und dann schauen wir uns gleich mal sein Squad an. MLX heißt das Squad und er hat Lewandowski und Dumbia. Ach du Kacke, er hat nicht so gute Chemie, muss man eigentlich sagen. Aber er hat richtig, richtig gute Einzelspieler. Also der hat sich richtig sein Dreamteam zusammengebaut, ohne auf die Chemie zu achten. Und dann starten wir ins Spiel. Ja, das sieht nicht schlecht aus, das sieht wirklich nicht schlecht aus. So, und Ndoye spielt ihn weiter. Das war nicht schlecht gespielt, das war nicht schlecht gespielt. Die erste Gelegenheit. Die Maria, die Maria, die Maria legt nochmal rüber auf Lewandowski und das ist nicht das 1:0. Forster ist zur Stelle. Oh, Lewandowski. Lewandowski mit der Flanke und in der Mitte steht Dumbia. Zum Glück köpft er den aber drüber. Mata, oh, schöne Ballrolle, das war richtig, richtig gut getimt. Jetzt nochmal in die Mitte, spiel ihn weiter auf Ndoye. Ndoye jetzt einfach mal aus der Distanz und De Gea schwächelt, wenn es De Gea ist, ich weiß es gar nicht. Das war eigentlich ein Schuss gerade. Das war keine Flanke, das war ein Schuss und jetzt haben wir Eliseo. Und da will auch schon der Torhüter die Ecke machen, aber es ist nicht der Torhüter, sondern der gute alte Neto. Der schießt heute unsere Ecken. Schauen wir einfach mal, was daraus so wird und der Tormann müsste den eigentlich haben. De Gea schwächelt heute wirklich. Ah, Lewandowski, Lewandowski mit dem 1:0, da hat sehr, sehr viel Glück mitgewirkt. Dumbia will den Ball rüberspielen oder ihn annehmen, ich weiß gerade gar nicht. Auf jeden Fall kommt der Ball am Ende zu Lewandowski und das ist auch schon das 1:0. Mann, der spielt den Ball auch die ganze Zeit nur hinten rum, das ist so nervig. Mann, dieser Gegner spielt einfach nur auf Ballbesitz, das ist so richtig nervig, so richtig nervig. Schaut es euch einfach an, er spielt die ganze Zeit hinten rum, das ist echt ein richtig, richtig nerviger Gegner. Oh nein, oh nein, oh mein Gott, was tut ihr da? Alter, boah, Mann, was war das für eine Situation, der hätte auch gut und gerne reingehen können. Komm, jetzt einmal noch der Konter über Ndoye, spiel ihn nochmal runter. Ja, pfeif halt einfach ab, Mann, der spielt eh die ganze Zeit nur hinten rum, hat die ganze Zeit den Ball. Dann bekommst du den Ball in der 45. Minute und dann pfeift der Schiedsrichter einfach ab und somit steht es zur Halbzeit 1:0. Ja, 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 Fehler vom Gegner, Fehler vom Gegner. Uche, Mann, renn noch weiter hier. So, schön gespielt jetzt mal über Ndoye, 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 Ndoye. Nochmal runter, das war schön gespielt, das war richtig schön gespielt. Die Flanke und das Tor, komm, mach ihn rein. Irgendwer zum Ball, Mann, schade. Aber jetzt Neto, der Torhüter, Neto, Mann, renn weiter. Und dann hauen sie sich selbst um, unglaublich. So, jetzt auf totale Angriff. Wir müssen das Ding hier einfach noch packen und Hazard rennen uns einfach davon. Das ist so ein nerviger Gegner, so ein nerviger Gegner. Zum Glück
geht dieser Ball nicht rein. Es wäre einfach sowas von unverdient. So, Freunde, die Partie ist vorbei. Wir haben gegen einen richtig, richtig verdammten Spieler gespielt. Und somit verlieren wir damit 1:0. War eine richtig Kackpartie. Also das war echt, ja, wie soll ich sagen, das war echt eine nervenaufreibende Partie, die einen einfach dann am Ende nur aufregt. Und das ist einfach nicht fair, wenn man gegen so einen Spieler spielt. Man kann einfach nichts machen, wenn du den Ball die ganze Zeit nur hinten rumspielst. Du hast einfach gar keine Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Und dann würde ich sagen, war es auch schon wieder mit dem Video. Ich bin jetzt ein bisschen mad. Und ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, falls ihr, wie gesagt, mehr bei fürs Team sehen wollt. Und dann sage ich auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA All Stars.